Der 28. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga am 3. Advent. Zum dritten Mal stehen sich die Kölner Haie und die Eisbären Berlin in dieser Saison gegenüber. Zweimal hatten die Kölner Haie schon gewonnen. Jetzt also Berlin in dieser Partie nach 5 Minuten am Drücker in Überzahl. 5-4, noch gute 35 Sekunden. Kettemer und Hörtler, der zieht ab. Scheibe kommt zu Louis-Marc Aubry. Und dann landet sie zum 1:0 für die Eisbären Berlin im Netz. Aubry zieht ab und dann ist gut zu sehen, der Schuss wäre wahrscheinlich vorbeigegangen. Weslau lenkt ihn sich mit der Fanghand selbst herein. 3 Minuten später Berlin schon wieder in Überzahl. Noch 50 Sekunden. Ranford und Smith mit dem Pass in den Slot. Wieder Louis-Marc Aubry zur Stelle. Und der verwandelt direkt. Weslau im Tor, der Kölner Haie ohne Chance. Die Eisbären Berlin gehen mit 2:0 in Führung. Thema Powerplay im ersten Drittel. Auch die Kölner Haie haben ihr Überzahlspiel, haben ihre Chance und haben ihr Tor. Freddy Tiffels mit seinem ersten Saisontor, mit seinem ersten DEL-Tor für die Kölner Haie erfolgreich. Oblinger hatte abgezogen. Tiffels verwertet den Rebound. Noch im ersten Drittel. Wieder Überzahlspiel für die Kölner Haie. Scheibe kommt dann aber zu den Berlinern. Die laufen einen Unterzahlkonter, haben diese gute Gelegenheit durch Fischbuch. Sein Schuss von Weslau noch an die Latte gelenkt. Die ersten 20 Minuten vorüber. Ein gutes Spiel, ein temporeiches Spiel, in dem bislang das Powerplay das Maß der Dinge ist. 3 Tore, jetzt rein ins zweite Drittel. Wieder Berlin. Gut rausgekommen aus der Pause in diesen zweiten Durchgang mit dieser Großchance, die im letzten Moment vereitelt wird von Austin Madajski. Hier zu sehen, Scheibe fliegt hoch, ist auf dem Weg Richtung Tor und Madajski holt sie aus dem Torraum heraus. Glück für die Kölner Haie. 7,5 Minuten gespielt. Köln mit diesem schnellen Angriff über Jones, über Tiffels. Was für ein Zuckerpass auf die andere Seite. Ellis läuft mit, Kölns Verteidiger. Und der verwertet diesen schnell vorgetragenen Konter der Haie. Was für ein Pass von Freddy Tiffels. Ein Flip-Pass, wunderbar verwertet von Ellis. Der Ausgleich für Köln in der 28. Minute. Dann hat Berlin wieder mal Überzahlspiel zum Ende des zweiten Durchgangs. Hörtler mit dem Pass. Scheibe kommt zurück zu Frank Hörtler. Und der fackelt nicht lange, legt direkt ab und verlädt Gustav Weslau das 3. Überzahltor der Eisbären Berlin in dieser Partie. Die 35. Spielminute. Kurz vor dem Ende des zweiten Durchgangs. Dann diese Möglichkeit für Köln. Oblinger erst mit dem Schuss. Puller lässt abprallen. Und Oblinger dann mit dem Bauerntrickversuch, der nicht klappt. Es geht rein in den 3. Durchgang mit einer Führung für die Eisbären Berlin. Die sind wieder am Drücker, kommen gut raus aus der Kabine, haben die erste Möglichkeit mit Nöbels. Aubry geht hinterher, dann schaltet sich Kölns Zalewski ein. Und was für ein Pass, der landet bei McQueen und der fackelt nicht lange. Lässt sich diese Chance in der 42. Minute nicht nehmen. Zalewski mit dem No-Look-Rückpass, aber da findet er den Falschen. Jamie McQueen, sein 11. Saisontor. Berlin geht mit 4:2 in Führung. Köln versucht es dann nochmal. Versucht wieder den Abstand zu verkürzen. Klasse Pass zwischen Dominik Tiffels und Freddy Tiffels. Zuvor Ryan Jones mit der Einleitung dieses Angriffes. Aber was für eine Parade von Kevin Poulin. Noch 10,5 Minuten zu spielen. Wieder die Berliner am Drücker. Strafe angezeigt gegen Potter. Der hört auf zu spielen. Berlin spielt weiter. Berlin macht das Tor, macht das 5:2 in der 50. Spielminute. Jonas Müller mit diesem schönen Schlagschuss. Hier die Aktion unten von Potter und dann hört er auf nachzugehen. Berlin spielt weiter. Busch mit dem Pass und Jonas Müller mit dem Tor. Not, I think we came out strong all 60 minutes and feels good to win here on the road after a little bit of a rough bat
I think that's gonna be good for us. Also das Berliner Powerplay war einfach stark heute. Und dann haben die natürlich auch zur richtigen Zeit das 3-2 geschossen, wo wir eventuell ein bisschen am Drücker waren. Und so geht die Niederlage aber trotzdem am Ende verdient an Berlin. Die Eisbären Berlin mit einem guten Überzahlspiel, mit einer guten läuferischen und taktischen Leistung gewinnen sie hochverdient mit 5-2 bei den Kölner Haien.